Willkommen zurück zu Resident Evil Zero. Beim letzten Mal hatte ich keine Ahnung, wo ich lang soll, weil uns fehlte quasi eine Schwefelsäure. Dann bin ich hier nochmal alles abgesucht, also wirklich alles. Ja, und bin im Endeffekt hier vor dem Kanister hier gelandet, ne, wo ich einfach mal ein bisschen was aufgefüllt habe und ich habe dann für Döner bekommen. Jetzt dachte ich mir aber so, warum gibt es eine blaue Chemikalie, wenn, hallo, Billy, geh mal aus der Kamerasicht hier. Wenn wir die bisher noch nicht verwendet haben. Ich habe dann hier nochmal die blaue Chemikalie auf mein Mischset hier gepackt und habe dann Schwefelsäure erhalten. Ich gehe mal davon aus, man hätte auch Schwefelsäure erhalten, wenn man nicht vorher irgendwie eine andere Substanz schon drin gehabt hätte. Und ja, dementsprechend haben wir dann jetzt das, was wir brauchen, um die Batterie zu befüllen. Denke ich mal, wir haben Batteriesäure, kombinieren wir mit der Batterie. Und da haben wir das Mischset fertiggestellt hier, beziehungsweise die Batterie, eine volle Batterie haben wir jetzt. Und mit der vollen Batterie gehen wir dann jetzt ins Verderben, beziehungsweise zum Gabelstapler. Wenn ich den finde. Was ja auch wieder so ein Jahresauftrag für mich ist. Ich bin zumindest froh, dass wir keine Kisten verschieben müssen. Ja, da bin ich wirklich froh. Dann muss ich halt nur noch den Gabelstapler wiederfinden. Aber das kriegen wir hin. Das sollte das kleinste Problem sein, hoffe ich, glaube ich. Ich habe keine Ahnung. Ja, ja. Es war eine anstrengende Sucherei. Und bis ich dann halt erstmal auf die Idee kam, das hat schon wieder 3/4 Stunde gedauert. Es war ein Traum. Es war wirklich ein Traum. So, da ist der Gabelstapler. Dann setzen wir hier mal die Batterie ein. Achso, ich sitze mal wieder nicht. Also stehe nicht vernünftig hier vor dem Gabelstapler. Hier, jetzt aber. Was? Ernsthaft? So, jetzt aber. Geht doch. Da. Der Gabelstapler sieht einsatzbereit aus. Aufzugsschalter drücken? Nö, noch nicht. Erstmal stelle ich mich da drauf. Dann aufteilen. Umswitchen. Und er hier kann den Aufzugsschalter betätigen. Ja, bitte. Keycard mitnehmen. Ja, bitte. Und so. Dann müssen wir jetzt nur wieder den Weg finden, wie wir jetzt hier rumlaufen müssen. Ich habe keine Ahnung. Wo muss ich denn da lang? Ich muss theoretisch da unten hin. Wie komme ich da am besten hin? Über den Weg, ne? Ja, müsste eigentlich. Müsste. Mal schauen, ob das auch so wird. Hallo, ich will die Treppe hoch, danke. Tuck. Wow! Gleich erstmal umnieten, ja, bevor er noch Eier legt hier. Kannst du ja nicht machen, kannst du ja nicht so einen Zombie erstmal am Leben lassen. Ist ja eine Bedrohung für die gesamte Menschheit. Brauch nur einer mal einen Kratzer, weißt du, und dann schießt er dann da und freust dir keinen Keks. Weil da gibt es keinen Keks mehr, über den man sich freuen kann. So. Ich habe auch im Moment irgendwie wenig Ahnung, ob ich hier wirklich richtig laufe. Aber ich laufe und laufe und laufe, laufe, laufe. Hier die Leiter. Haben Sie die Leiter schon benutzt gehabt? Leiter hochklettern? Ich weiß gar nicht gerade. Nee, anscheinend nicht. Soviel zu dem, ich habe alles abgesucht. Untersuchungsbericht 2. Wir hätten schon längst mit diesem Loch fertig sein sollen. Als alles begann, hätte niemand erwartet, dass es zu einer solchen Schlacht kommt. Niemand hat uns gesagt, dass diese Wesen uns angreifen würden. Die Bosse haben sicher auch nicht damit gerechnet. Die Dinger im Wald haben einfach Leute angegriffen. Das hat jemand geplant. Das Virus wurde zweifellos absichtlich freigesetzt. Aber die Wächter, unsere Kameraden, müssen noch da sein. Wie auch immer. Darum muss ich mich nicht mehr sorgen. Ich muss überlegen, ob ich mich selber oder einen Freund mit meiner letzten Kugel töte. Nur diese Entscheidung steht mir bevor. Na dann. Wenn es sonst nichts ist.
Hier hätten wir dann nochmal eine Chemikalie, ne? Sieht aus wie eine Art Chemikalie. Brauchen wir einen Behälter zum Transportieren. Machen wir mal. Ich weiß nicht, ob ich es gebrauchen kann, aber na, besser ist. Wir haben rote Chemikalie. Ja, super. Mal guck. Ist hier sonst noch irgendwie was Spannendes? Ein paar Kräuter. Aber das war's auch schon. Braucht hier irgendwer Heilung? Nö. Wie sieht es eigentlich mit den Akten aus? Haben wir da inzwischen alles? Ne, da fehlen noch jede Menge. Da fehlen noch 1, 2, 3, 4 Akten. Ich weiß nicht, wo wir die herkriegen. Aber sonst waren wir halt sehr gründlich, was die Aktensucherei angeht, ne? Das bin ich auch nicht gewohnt von mir. Gut. Jedenfalls sind wir hier verkehrt. Da war der Gabelstapler, glaube ich. Ach, ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung. Mal so überhaupt und gar nicht. Ich bin gerade so orientierungslos. Das ist einfach ein Traum. Aber das wird schon. Wir finden uns schon noch das, wo wir hin sollen. Wo wir jetzt die Karte für einsetzen können. Maul. Maul. Lass mich durch, ich bin Arzt. Ach nee, gar nicht wahr. Ich bin Soldat. Fast das Gleiche. Hier hätten wir nochmal Kräuter. Sollten wir die mitnehmen? Sie kann die mitnehmen, ja. Okay. Mitnehmen. Mitnehmen. Und gleich erstmal mixen. Na, also mit Drogen kennst du dich aus, du. Kombinieren mit dem. Man weiß ja nicht, ob man hier nochmal angegriffen wird. Ja, ich glaube, wir laufen voll in die falsche Richtung, oder? Ich habe so das Gefühl, als wären wir hier voll in der falschen Richtung. Also richtig. Dann gehen wir da halt wieder runter. Geht doch zu zweit. Oh, Mädels. Geht doch zu zweit. Das ist doch nicht wahr, ehrlich. So. So wird ein Schuh draus. Kommt er jetzt auch mit? Okay. Jetzt kommt er mit. Also sind wir aber komplett in die falsche Richtung gelaufen. Ja, es ist ja ein Traum. Mal wieder typisch ich. Yay. Stunden später. Irgendwann finden wir noch unseren Weg. Hallo? Hallo? Kamera, bitte! Meine Güte. Da kriege ich bald einen Föhn hier, wenn es hier so weitergeht. Ist doch wahr. Jetzt fängt die Kamera schon wieder an, ne? Normalerweise sollte man halt, sobald die Kamera einmal wechselt, hier einmal kurz Steuerknüppel loslassen und neu ansteuern oder sowas. Aber nö. Das wäre jetzt zu einfach. Könnte ich nochmal Drogen mitnehmen? Dann mache ich mal Folgendes. Austauschen. Hier. Du kriegst das. Kannst du da meinetwegen inhalieren oder was weiß ich nicht. Was man halt so damit so machen kann, ne? Gut. Ne, jetzt so viel herumgelaufen wieder, weißt du, nur um zu sehen, wo, um wieder zu finden, wo ich eigentlich hin muss. Wo ich jetzt schon mehrfach war, ne, aber wo ich jetzt nochmal hin muss, du, ne, es ist... Das kriege ich mal wieder nicht auf die Kette, es ist unglaublich heute. Ich weiß nicht, was mit mir los ist. Ich bin unkonzentriert. Ich bin nicht bei der Sache, oder ich weiß auch nicht. So. Stunden später. So langsam sollten wir aber uns unserem Ziel nähern, oder? So ganz langsam.
Sehr, sehr ganz langsam. Ja, sehr, sehr ganz langsam trifft das, glaube ich, am besten. Hier runter? Ich glaube, ne? Wir finden den Raum noch. Kann sich nur um Stunden handeln. Hey, Genesse sind ja jetzt hier auch alle kaputt, weil ja jetzt inzwischen alle ausgebrochen sind. Ja, und wir haben sie alle getötet. Und wir würden es wieder tun. Ja, siehst du wohl. Gar nicht mal so weit entfernt, aber ich muss daraus erstmal hier so ein Terrain machen. Mal wieder typisch. Hier. Benutzt die Karte. Yay, wir haben es geschafft, yay. Wurde auch Zeit. Schloss wurde geöffnet, die Karte brauchen sie nicht mehr, bitte wegschmeißen. Ja, unbedingt. Wegen Inventarplatz. Wobei, wir können immer noch die Kräuter zusammenmixen, aber trotzdem. Es geht ins Prinzip. Das Prinzip. Das ist aber ein langer Gang. Was liegt denn da Feines? Magnum-Munition. Ja, hey, Magnum liegt irgendwo noch hinten im Speicherraum ganz weit entfernt. Die gehe ich jetzt bestimmt nicht holen. Ganz bestimmt nicht. Ach du Scheiße. Welcome, young one. So glad you have joined the party. You are the guests of honor. After all, it's your wake. Who are you? Dr. Marcus? No, you can't be. What's going on? 10 years ago, Spencer had me assassinated. Time to die, Doctor. I will take over your research. Wesker? Birkin? However, something wondrous happened. It took the T-virus inside of my queen years to procreate my new life. I live. Now I will have my revenge on Umbrella, and the world will burn in an inferno of hate. You'll pay for what you've done. We'll see which one of us is gonna die. Na lecker. Ballern, 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 ballern. Gar nicht erst zu irgendwas kommen lassen. Einfach mal ballern. Aha! Tentakelmonster! Spaghetti-Monster! Fliegende Spaghetti-Monster! Ach nee, so schlimm ist es nicht, aber trotzdem. Haben wir's? Ich glaube, wir haben's. Das ging erstaunlich besser, als ich gedacht hätte. Was haben wir denn da? Hallo? Du willst das einsammeln? Trust me. Ein Rohrschlüssel. Mhm. Und was haben wir hier? Ein Objekt, das ich nicht tragen kann. Dann wechseln wir mal, dann kann er das vielleicht tragen. Hallo?
noch einen Rohrschlüssel?